Berlin. Kai Biewald und Stefanie Gundlach gehören zu einer Fahrradstaffel der Polizei. Sie kontrollieren Radfahrer und gehen gegen Falschparker vor. Wir haben hier gerade auf dem Pariser Platz immer das Phänomen, dass, obwohl da vorne ein deutliches Einfahrtverbotszeichen ist, gerne hier Fahrzeuge reinfahren. Da werden einfach die geltenden Verkehrszeichen missachtet, gerade am Wochenende. Und wir sind hier so dauerpräsent eigentlich. Jede Streife fährt hier mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal in der Schicht hierher und versucht, ich sag mal, so ein bisschen wieder Ordnung hier hinzukriegen. Falschparkern droht ein Bußgeld von 30 Euro. Als nächstes bauen sich Kai Biewald und Stefanie Gundlach an einer Ampel auf. Aus der Entfernung fällt ihnen bereits die erste Rotlichtzünderin auf. Ist immer noch rot für Sie. Ja? Ist immer noch rot für Sie. Das ist die Fußgängerampel. Ist immer noch rot für Sie. Die Radfahrerin reagiert nicht auf die Rufe. Kai Biewald nimmt die Verfolgung auf. So, haben Sie gerade mehrfach gerade informiert, dass rot ist? Hat sie nicht abgehalten und wir sind bei Rot in die Kreuzung reingefahren. Das ist mein Vorwurf an Sie. Bräuchte ich, um das mal aufzuzeichnen, von Ihnen mal einen Ausweis bitte. Ich habe ihr nur zweimal sogar von hinten noch zugerufen, dass rot ist und sie bitte anzuhalten hat. Hat sie dann aber ignoriert. Der Gesetzgeber sagt eben ganz klar, wenn ich als Fahrradfahrer fahre, auf der Straße fahre, habe ich mich nach der großen Ampel zu richten und nicht nach einer Fußgängerampel. Oder nicht, ich entscheide auch nicht selbst, wann ich reinfahren darf, sondern da muss ich wirklich dann auch die paar Sekunden warten. Rotlichtfahrern droht nicht nur ein Bußgeld, sondern auch ein Punkt in Flensburg. Sie gefährden nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Möchten Sie mir noch Angaben machen? Wieso? Ist freiwillig? Müssen Sie nicht? Nein, muss ich nicht. Gut. Ich leite das an die Bußgeldstelle weiter. Die Bußgeldstelle schaut dann beim Kraftfahrbundesamt, ob eventuell sowas schon mal passiert ist, also Voreintragungen vorliegen. Falls nicht, bleibt es bei einer Regelgeldbuße bei 60 Euro plus eine Eintragung mit einem Punkt plus Bearbeitungsgebühr. Okay. Rotlichtfahrer, da sehen wir keinen Pardon. Die werden sanktioniert, weil wenn sie über Rot fahren, ist es einfach mal eine gefährliche Situation und das kann einfach mal den Tod bedeuten. Haben Sie mal über den Helm nachgedacht? Weil, ja. Ja? Okay. Tragen aber nicht, weil es zu Hause. Ja, ist manchmal so. Und nur der kleine Tipp, falls Sie sich dahingehend orientiert haben, wenn dort eine Ampel ist für die Fußgänger, die gilt für Sie als Radfahrer, wenn Sie die Fahrbahn benutzen und es nicht ein gemeinsamer Geh- und Radweg ist, nicht. Dann müsste oben auch in der Ampel das Fahrradpiktogramm Ja, Sie haben sein. Vollkommen recht. Ich habe da keine Rechtfertigung. Sie haben ja die Einsicht, ist ja da. Ist ja gut. So, ich habe dann alles. Der Rest kommt dann per Bescheid dann in den nächsten 3 bis 4 Wochen. Okay, danke. Würde ich mich dann wünschen, wenn es beim nächsten Mal anders funktioniert. Danke. Schönen Nachmittag noch. Naja, ich sehe ein, dass ich nicht abgewartet habe. Ich habe zwar niemanden gefährdet, aber ich habe nicht abgewartet, bis die Ampel auf Rot war, die für mich galt, nicht eben die Fußgängerampel. Und ich wünsche mir, dass das auch öfter gemacht wird. Bereits 4 geahndete Verstöße. Für Kai Biewald ist die Arbeit bei der Fahrradstaffel ein Traumjob. Einmal ist natürlich, ist es toll, dass man sehr, sehr sportlich sein kann, die ganze Zeit eben mit dem Fahrrad fahren kann. Aber eben natürlich auch ein sehr sozialer Aspekt, dass ich viel mit den Menschen zu tun habe, selber auch entscheiden kann, natürlich nach Delikt, wie handle ich das. Und habe natürlich auch relativ schnell eine Rückmeldung, ob ich die Leute erreiche. Auf den Straßen Berlins sind viele Touristen unterwegs. Oft missachten sie die deutschen Verkehrsregeln. Are we not allowed? No, of course you can write. But the problem is, can you use my mobile phone? Oh, yeah. Yeah. I was looking on the map before. Okay, sorry. Didn't know that. You can stop. Yeah, that's on the sidewalk. What we'll do from look, now on. I'm here, I mean, and then I have to it go. It totally makes sense. Yeah, yeah, you're right.
Da war einer von den jungen Männern, der also zu Navigationszwecken ein Smartphone draußen hatte und während der Fahrt also regelmäßig raufgeguckt hat. Das heißt also, er hat es in der Hand gehabt, hat sich nicht mehr nach vorne konzentriert und da braucht nur einer aus der Gruppe kurz mal zu bremsen oder um was anderes zu machen. Dann fahren sie ineinander, stürzen und schon haben sie im Prinzip sich gegenseitig verletzt. Do you know the rules here in Germany for cycling? I think they are the same. Everywhere, or are there any differences? I mean, we look at the sometimes you at the traffic lights and respect the traffic lights, and when there are no traffic lights, just signal by hand. And right. What else there is? I mean, I think they are the same everywhere. Ich weiß natürlich, dass in verschiedenen anderen Staaten, auch anderen europäischen Staaten, die Verkehrsregeln gerade was das Handy betrifft anders sind oder teilweise es dort auch nicht verboten ist, gerade auf dem Fahrrad und wenn ich dann eben mitbekomme, dass die Leute aus Unwissenheit es gemacht haben oder weil sie eben wie in dem Fall völlig planlos hier rumfahren, da kann ich auch mal bei einer mündlichen Verwarnung eben auch bleiben. Das ist only the bike lane. That means the bike lane together with the pedestrian. And this is also pedestrian on the right side, separate with the line. On the left side with the bicycle. When you see this sign. Then you can use, for example, the sidewalk and you can use it with your bikes. Hätte Kai Biewald hart durchgegriffen, wären für den Radfahrer 55 Euro fällig gewesen. We learned our lessons and hopefully we won't do these kind of mistakes in the future. Okay, and for the next time, stop, look on the map and then you can ride again. Thank you for your information, yes. Have a good day. Thank you, you too. Die Touristen dürfen ihre Fahrt ohne Strafe fortsetzen. Nach 5 Stunden ist die Schicht von Stefanie Gundlach und Kai Biewald beendet. Für die beiden ein erfolgreicher Einsatz. Also prinzipiell sage ich, jeden Tag, den ich hier bei der Fahrradstaffel im Dienst bin, freut mich das, wenn ich das Gefühl hatte, dann nach Hause zu gehen, dass ich dann Leute erreichen konnte.